zum zweiten Halbfinale hier unseres WM-Orakels von Move 36. Argentinien und Holland sind ja die Mannschaft, die heute gespielt werden. Argentinien von Christoph Sternstein, 18 Jahre, gerade frisch das Abitur bestanden. Glückwunsch dazu. Und die Niederlande werden von Christoph Hein, dem 24-Jährigen. Die beiden kennen sich auch privat. Und da ist der Anpfiff, Argentinien in Ballbesitz. Wieder Chris. Diesmal schafft er es, Lavezzi zu schicken und schießt und ganz knapp links vorbei. 20 Minuten gespielt, ein völlig anderes Halbfinale sehen wir hier. Zu diesem Zeitpunkt stand es zwischen Deutschland und Brasilien gefühlt schon 6:6. Hier sehen wir zwei bessere Defensivreihen. Messi. Gute Körperteilchen. Traumpass auf Agüero. Der muss nur noch einschieben und er lupft. Und da sehen wir erstmals Emotionen bei Chris, der die Bäckerfaust zeigt. 1:0. Traumkombination von Messi auf Agüero. So könnte man sie auch am Mittwoch eventuell zu Gesicht bekommen. Nachschusschance. Da ist das 2:0. Da ist das 2:0 für Chris und seine Argentinier. Man muss natürlich auch sagen, wer einen Messi an der Konsole steuern kann, hat natürlich auch einen kleinen Vorteil. Gut gesehen von Van Persie. Aber noch keiner mit aufgerückt. Doch, da kommt die Flanke, aber... Und Fallrückzieher! Boah! Das wäre das auf jeden Fall das Tor des Tages gewesen hier von Van Persie. Doch sein Fallrückzieher streicht am rechten Pfosten vorbei. Und natürlich kontern die Argentinier jetzt, nutzen den Platz aus, den die Holländer in der Defensive lassen. Und da könnte das 5:0 sein. Nein! Doch! Im Nachschuss! Erst gut gehalten, aber... Das müsste Palacio sein, in der Tat. Hier sehen wir es nochmal. Super Parade, aber wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Und wer weiß, vielleicht gelingt ihm ja noch ein zweiter Treffer. Da kommt er mit etwas Glück durch. Huntelaar auf Affelei, der zu zentral abschließt. Bekommt aber nochmal hier den Ball vor die Füße mit einer schönen Flanke. Und da ist das 2:5. In der 80. Übersteiger um Übersteiger und kein Elfmeter. Um Gottes Willen. Da passt sich FIFA an die richtige WM an. Für mich ganz klar kein Elfmeter. Aber zum Glück nicht mehr Spielentscheid. So dass sich hier auch keiner mehr aufregen muss, außer der Kommentator. Messi mit dem 6:2, dem voraussichtlichen Endstand. Insgesamt ein, wer 6 Tore schießt, ein verdienter Sieger. Auch wenn die zweite Halbzeit viel ausgeglichener war. Ja, das war's. 6:2 gewinnt Argentinien gegen Holland. Und damit haben wir hier beim Move 36 WM-Orakel ein Finale Deutschland gegen Argentinien. Und damit auch Steffen Labig gegen Chris Sternstein. Was machst du denn jetzt für das Finale noch? Ich lege mich in die Eistonne. Hä?